Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und hier brennt es ja wirklich überall. Mann, Mann, Mann. Zu Grund zu viel Abwasser? Ach so, verlassenes Gebäude. Ja gut, da fängt es dann an zu brennen. Zu hohe Steuern und so weiter und so fort. Also hier müssen wir nochmal beigehen, Alter. Zu viel Keime. Ja, euch hat ja auch keiner befohlen, hier zu wohnen. Ist doch klar, dass hier... die Wohngebiete, die werden sowieso noch weggemacht. Irgendwann wird hier dann noch mehr Industrie sein. Die haben wir jetzt halt erstmal nur gebraucht, um ein bisschen Geld auch zu verdienen. So. Oh je, und wir machen ein bisschen Minus. So, so ist es besser. So, wie sieht's denn aus? Täglicher Gewinn Rohöl, 99.000. Also 160.000 ist da das Ziel. Wäre toll, wenn wir das mal hinkriegen. Ja, Rohöllagerung. Also ich glaube, wir werden, bis wir soweit sind, auch mit den Erzen und so, werden wir das dann doch erstmal wieder verkaufen. Export, Export, Export. Ansonsten können wir auch gar nicht so viel hier irgendwie produzieren bzw. rauspumpen, weil das Lager halt immer voll ist. Und das ist dann immer ein bisschen unpraktisch, weil so können wir hier kein Update machen. So, da müssen wir dann mal den nächsten Tag abwarten. Ich habe extra schon auf Spulen gedrückt. Ja, das Handelsdepot darf dann auch gerne mal... Okay, haben schon angefangen hier was zu verkaufen. Das gibt uns natürlich auch ein bisschen Geld und wir werden hier eine ganze Menge Öl haben. So, jetzt können wir auch wieder produzieren. Ja, jetzt ist das Lager wieder voll. So. Ja, das ist immer voll hier. Also wir brauchen diese blöde Plastikfabrik. Diese Raffinerie. Aber erstmal müssen wir halt diese Abteilung in der Rohölzentrale haben, ne? Das ist das. Und dafür müssen wir erstmal, um das Upgrade zu bekommen, 160 Tonnen Rohöl fördern. Was wir aber gar nicht unterkriegen können, weil das Lager immer voll ist. So, und entfernt fahren die nämlich hier dann immer hin, bringen den Kram hier rein, das Handelsdepot verkauft es und so weiter und so fort. Wohin mit dem Öl? So, jetzt wird wieder gefördert. Was können wir denn noch mit dem Öl machen? Handel, Handelszentrale. Ja, eine Handelszentrale ist vielleicht auch eine Idee. Kommt mal hier hin. So, und dann können wir nämlich mal gucken, was bringt uns das? Metallabteilung, Rohölabteilung. Klar, wir reißen hier die Häuser ab wegen so einem dämlichen Schild. So Leute, dann stellt da auch mal welchen ein. So, denn hier müssen wir mal weiterkommen.
Da hapert's jetzt. Ah, Handelszentrale nicht, aber hier hapert's. Hier hapert's. 36 von 160, das ist nichts. Das ist zu wenig. Täglicher Gewinn. Ja, um da jetzt ein Upgrade zu bekommen, da werden wir dann natürlich direkt... Ach, ein Umschlagplatz. Ermöglicht das Importieren, Exportieren und Lagern von Waren oder Frachten. Größere Lagen verfügen über 10-mal so viel Kapazität wie das Handelsdepot. Aha. Ja, ein Umschlagplatz. Hier vielleicht. Das freut die Industrie. So, und ich würde auch ganz gerne einen Bahnhof bauen. Hier gibt es doch irgendwo... Da. Hier haben wir dann auch eine Zuganbindung. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wo wir hier noch Platz für einen Bahnhof haben. Das könnte nämlich ein bisschen eng werden. Müssen wir mal schauen. Hier. Das haut hin. Ja, das ist komisch, dass das jetzt hier nicht geht. Müssen wir mal eben kurz hier. So, da fällt uns schon noch, boah, 62 verlassene Gebäude. Das ist schon hart. Zu spitzer Winkel. Aha. Ach, aber das geht. Na klar. So, machen wir es dann rund, so. Ja, und ich traue mich gar nicht die Karte an. Gott, oh Gott, oh Gott. Warum? Brand. Zu viele Verbrecher. Oh. Ist das so schlimm? Naja. Ja, da müssen wir wohl eine Polizei hier mal hinstellen, ne? Wenn das so ein Problem ist mit den Verbrechern. Dann machen wir das halt. So, gut ausgerüstet natürlich. So, ein bisschen Geld haben wir ja gerade. Gefängniszellen. So. So, und hier müssen wir dann mal gucken. Das wird ja jetzt gleich resettet. Dieser tägliche Gewinn, 99.000. Das müssen wir irgendwie schaffen, das da ein Level abzubekommen. Ah, hier. 99.000 wieder nur. Umschlagplatz. Können wir auch nochmal gucken. Lager. Ach, guck. Eisenbahnschienen. Also per Wasser wäre nicht schlecht. Frachtschiff, Anlegeplatz. Güterbahnhof, Garage für Transporter. Ich meine, wir sind ja hier am Wasser.
Oh. Ist ja so teuer. 100.000. Hoppla. Oh ja, finanziell ist es gerade nicht so der Hit. Müssen wir doch mal die Steuern nochmal erhöhen. Und dann müssen wir warten, dass wir hier so ein bisschen Geld wieder bekommen durch unsere Verkäufe. Und dann werden wir hier jetzt mal das Handel, das mit dem Handeln so ein bisschen ausbauen. So, was ist das hier? Unzufrieden. Oh, Leute, die Wohngebiete, dann kommen die halt weg. Ganz im Ernst. Guck mal hier, so einfach ist es. Dann kommt hier halt einfach Industrie hin. Ist mir doch egal. Wenn die hier nur am Meckern sind. Ich meine, hier möchte doch eh keiner wohnen. Außerdem ist die Stadt hier ja gar nicht so gemacht für normale Privatleute. Und so können wir denn aus den anderen Städten dann ein bisschen Arbeitsplätze besorgen, ne? Hat alles seine Vorteile. So, dann basteln wir hier mal so ein bisschen dieses hin. Guck mal, hier sind ganz eisern, die beiden. Die stellen sich nicht so an. So, dann können wir den ganzen Scheiß nämlich hier jetzt wegruppen. Und dann freuen sich hier mit Sicherheit Industriefirmen, die hier einen schönen Platz zum Arbeiten haben. So, weg mit euch allen hier. Hier genauso, weg mit euch. Euch braucht doch keiner. So, wir können ja die Steuern von den Privatleuten können wir ja senken. Und die von den Firmen machen wir ein bisschen höher. Weil sonst machen wir Minus, das ist auch doof. So. So, ich mache hier mal grob. So. Muss auch nicht alles sein. Kommen hier eh mal wieder welche dazu. So, jetzt müssen wir mal gucken. 99.000. 99.000. Das ist natürlich blöde, sowas. Aber wir haben jetzt gleich ein bisschen Geld, womit wir dann diesen Umschlaghafen dann bauen können. Und das bringt uns dann wieder ein bisschen was. Was? Verstopfte Rohre? Oh. Kann man da noch einen erneuten? So. Ja, es kostet natürlich wieder 40.000. Das ist ein bisschen doof, aber jetzt haben wir da keine Probleme mehr mit. Gebäude brauchen Wasser, aber wir bekommen noch Wasser. Ich meine, bekommen wir doch. Was?
Reserven bald erschöpft? Im Ernst? Mangel an Arbeitern. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Weil die Idioten ja hier nicht wohnen wollen. So. Ich meine, hier ist ja alles blau. Da müssen wir dann mal gucken in der anderen Stadt, wie es da aussieht. So, jetzt haben wir die 109.000 erstmal fertig. Jetzt können wir hier zusehen, dass wir hier weitermachen. So, und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier jetzt ein Frachtschiff-Anlegeplatz nehmen. So. Zack. Bin ich mal gespannt, was der wegschafft. So, was haben wir hier noch? Rohöllager. Gewerbeabteilung der Rohölzentrale. Aha. Versandlager. Aha. Was gibt's noch Schönes? Kunststofflager, Prozessorlager. Okay. So, davon kann man nie genug haben, von diesen LKWs. Und die sind auch ganz günstig. Ja, bis wir kein Geld mehr haben zumindest. So, jetzt würde ich mal ein paar Schiffe sehen hier. Umschlagplatz. Ah ja. Geht das nicht automatisch? Ich meine, das andere Öl können wir doch auch so verkaufen. Ach, nee, oder? Naja, aber es kommt ja Kohle rein, also so ist es nicht. 9000 immer für Öl. Wir können auch mal einen Kredit aufnehmen. So, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Ja, aber das nützt uns derzeit noch nicht so viel, wenn wir hier nicht diese Upgrades bekommen. Das ist ein bisschen schade. Wäre toll, wenn wir hier die Lager irgendwie noch ein bisschen vergrößern könnten. Ich meine, Kunststoff brauchen wir gerade mal gar nicht. Es geht jetzt wirklich nur... Es geht jetzt wirklich nur ums Öl. Treibstoff. Rohöl. Limit erreicht. Ja, immer diese Limits. So. Können wir jetzt zumindest 6000 Barrel schon mal hier reinnehmen. Wir stellen neue Leute ein.
So. Lager voll. Aha, Produktlagerung. Ah, da haben wir schon mal ein paar Prozessoren gemacht. Können wir mal gucken, dass wir die hier verkauft bekommen. Ich meine, wir können ja hier jetzt noch nicht weiterbauen. Dafür brauchen wir ja wieder 7200 Prozessoren, die wir machen müssen. Können wir gerade mal gucken. Umschlagplatz. Handelsdepot. Naja, müssen wir erstmal abwarten. Güterbahnhof. Versandlager. Müssen wir mal gucken, was das bringt. Aber da ist ja eigentlich ein Versandlager hier schon, ne? Ja. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist hier echt Trouble, Trouble, Trouble überall. Aber das kriegen wir schon in den Griff. Na gut. Also, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal nochmal ein Päuschen. Wir kriegen das schon hin. Mittlerweile kriegen wir ja deutlich mehr Öl gelagert und kriegen das auch verkauft. Die Zahlen gehen ja langsam hoch. Und irgendwann werden wir dann auch die Updates haben und dann haben wir es hoffentlich dann erstmal gepackt. Also, ich sag erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, Leute. Bis dann.